Tigerfisch. Kann ich die beiden... Bald kann ich einen Zoo aufmachen. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten. Nein. Noch ein Haken. Haken, Tigerfisch. Tigerfisch, Haken, goes brr. Sole mio. Ich meine, ich kann den Gondoliero... Gondoliero? Spricht man es Gondoliero oder Gondeliero? Oh. Worte. So, versuchen wir mal sein Wut einfach zu versenken. Stupid Roncho Idiota! Ja. Fischgo-Gondel. Es macht irgendwie überhaupt keinen Spaß, wenn sich niemand drüber aufregt. Es macht keinen Spaß, wenn sich niemand drüber aufregt. Mein Junge, du sollst doch einfach nur das doofe Boot versenken. Tigerfisch, go. Okay. Vielleicht kann ich ihm Erdnüsse anbieten. Okay. Reparier mal bitte dein Bötchen. Hier, hab den Fisch. Kennst du dich mit Angeln aus? Das kommt darauf an. Was du willst angeln? Willst du die Angeln, eine kleine Signora? Dann kann ich dir helfen mit einer kleinen romantischen Kanzone. La la la. Nein, nein, danke, nicht singen. Ich schaff das auch so. Hey, doch, das Überfall. Kennst du dich mit Angeln auf? Willst du? Okay. Nein, nein, ich schaff das auch. Hey, lass du meine Gondel, por favore. Ich habe gerade erst frischen Lack aufgetragen. Aber komm da nicht später angekrochen, wenn du doch noch Rallye-Streifen haben willst. Möchtest du ein paar Erdnüsse? Was willst du haben, damit du endlich die Klappe hältst? Ich gebe dir alles, was ich habe. Bist du eine kleine Buffone, Sobald ich das nachgeschlagen habe, gibt es richtig Ärger. Nimm den Eimer! Verzieh dich! Hast du eigentlich auch einen richtigen Job? Sisi? Ich singe für die Ambiente Romantico. La la la. Nein, ich meine richtige Arbeit. Du meinst, dumme Autore, die Videojockey? Ich geb's auf. Okay. Andere Idee. Sagen wir mal unserem guten alten Freund Boso. Komm zurück in die Spelunke. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Nein, du hast einfach nicht drauf. Du hast es einfach nicht drauf. Ich konnte nichts dafür. Das war dieser Gondoliero. Sein Gedudel hat die ganze romantische Stimmung kaputt gemacht. Hoffentlich taucht er nicht noch einmal auf. Sollen ihn die Schrottkrabben holen. Genau. Was für Dinger? Na, Schrottkrabben. Das sind diese Parasiten, die sich im Treibgut einnisten. Die Biester sind eine richtige Plage. Man sagt, sie seien an Bord irgendwelcher Transportkisten auf den schwimmenden Schwarzmarkt gelangt. Ach so, du meinst Schrottkrabben. Vergiss die Viecher. Wer braucht schon eine Parasitenplage, wenn er Rufus hat? Kümmer du dich mal um deine Bambina. Um diesen Gondoliere kümmere ich mich. Meinst du wirklich, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt? Okay. Eigentlich habe ich gerade was Besseres zu tun. Kein Problem. Dann warte ich hier noch einen Augenblick. Nutz doch die Zeit, um über deine Fehler nachzudenken. Okay, gut. Also, ja. Na, ihr kleinen Wusels? Hunger auf Schrott? Ach, das war's. Die Fütterungszeit ist beendet. Wie kriege ich euch mit? Na, ihr kleinen Wusels? Hunger auf Schrott? Ach, das war's. Die Fütterungszeit ist beendet. Achso, nee, ich glaube, ich kann von Docs Werkstatt ruhig zum Marktplatz. So, weil ich habe hier Grün und Kissen und Plage und brr. Marktplatz. Sprich,
Rot-Grün. Was? Ist Rot-Grün richtig? Hafen ist falsch. Ich krieg das irgendwann mit dem Layout bestimmt noch hin. Was ist, wenn ich das Ventil öffne? Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Ah, okay. I get it now. Was ich hätte haben tun sollen, tun. Wenigstens. So, dann treten wir dem Gondoliere gegen seinen Airbag, damit er endlich den Mund hält. Und dann wird er nicht mehr auftauchen, um Bozo zu stören. So. Und damit kriegen wir die Krawall-Goal auf unsere Seite. Ancora? Stupido Gonzo Idiota! Ja. Was ist, wenn ich jetzt einmal ganz kurz... Achso, ich komme von hier aus nicht gut zu Doc. Gucken wir mal hier. Er singt noch immer die Schrottkrabben-Dingsens, ne? Sprich, wir können jetzt Bozo sagen, oh je, Rufus, glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Go, Bozo! Fluch der Pfadfinder! Ihr werdet eure Penetranz noch schwer bereuen, wenn ich erst einmal rausgefunden habe, warum die Selbstschussanlage... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen! Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind Schrottkrabben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre. Sind Schrottkrabben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Kantappe, 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 kantappe. Bla bla bla. Ich kann so nicht pennen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du. Sind Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da drinnen? Ramette, echt Ratte, Krach, Holter, die Polter, Jaus, Murmel, Eul, Jamme, Bataub, Kuppel, Kuppel, die Pumpsatter, Hämmer, Stütze, Bachleid und eine Auskugel. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind acht noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im Zeitmessgerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Was soll der Dreck? Ich will hier weg. Ich dreh voll am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker. Schon seit Stunden lieg ich wach. Ich glaube, munte Hochzeit morgen fällt erstmal flach. Oh, nicht schon wieder. Was für ein Anblick. Los, Bozo, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Bozo. Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt. Oh boy! Ich bleibe bei meiner Aussage. Dieser Teil ist der edgige. Also schon kinda edgy. So. Dann Fernbedienung. Goal. Gib mir Krawall-Goal. Nein, jetzt können wir nicht mehr das schöne Gesinge hören. Ich bin so froh darüber, ne? Hä? Was zum... Alles in Ordnung? Ja, super. Ich nehme dasselbe nochmal.
So, Kroll, jetzt gib uns hier mal. Hey, Puppe, kommst du öfter her? Bitte was? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Hey. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Du hast Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier-Bataka. Weiß doch immer nicht, was Bataka bedeutet. Auf geht's! It's on! Let's get ready! What? Eternal hemorrhage. Cervical vertebra breach. Don't shield your balls. Oh. Looking silly bonus. Too bad. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Booby prime. Coward move. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Vielen Dank für den Raid, Fenty. Ich werde gleich einmal in den Chat schauen und... Uff. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufusreflexe zu trainieren. Okay, ich hab's grundlegend verstanden. Ich hab's nicht gut umgesetzt, aber ich hab's grundlegend verstanden, wie es funktioniert. Es bedeutet, dass Rufus mächtig aufs Gesicht bekommt. Ja, nicht? Warum trägt Rufus nicht aus so ein Outfit wie Go? Schon keiner, ja. Komm, ich trainiere mal ganz kurz mit dem Püppchen hier. Was für eine hässliche Trainingspuppe. Es wird mir eine Freude sein, sie mal ordentlich aufzumischen. Nicht, dass ich das Training brauche. Na gut, einmal kann ich es ja probieren. Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Okay, ich verstehe jetzt noch weniger. Dem habe ich es gezeigt. Das sollte meine Reflexe jetzt aber nachhaltig verbessert haben. Ich hätte ganz gerne noch mal so einen Kampf gehabt. Jetzt ein komplett anderes Minispiel. Verzeihung. So, Fenty, was gab's für dich Schönes? Und nochmal vielen lieben Dank für den Raid. Ah, das hat meine Reflexe verbessert. Ich brauche die Animation nochmal. Voll toll. Ich bin alter Mann. Komm, wir lassen uns nochmal die Anfangssequenz anzeigen. Ich muss gestehen, so ein bisschen habe ich Sorge, dass das halt gegen die Twitch Terms of Service verstößt. Aber ich weiß halt ganz genau, dass es das nicht tut. Auf geht's! But still though, ist schon sehr an der Grenze. Ihr habt Minecraft gezockt. Ah, das muss ich auch irgendwann mal wieder weitermachen. Muss ich auch mehr irgendwie. It's on! Let's get ready for another violent round of
Goal for Smash, habe ich gehört. Das schaut aus wie Kopf. Nochmal den Kopf schützen. Ah, das war schlecht von mir. Sorry, ich hab nicht... Ich guck nicht hin. Beine. Na, ich klick zu früh. Verzeiht mir. Das... So... Mal die Pause schützen. Okay, weiter geht's. Wieder auf ihrem Midriff zuhauen. Okay. Also darf ich jetzt einmal ganz viel blocken. Es gefällt mir nicht, dass Goal halt absolut Schaden macht. Junge Dame. Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt. Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja. Danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Schlaf gut, Fenty. Ich habe ein Achievement bekommen namens Schnauze Simon. Ich verstehe nicht ganz, woran es angelehnt ist. Aber es ist eine Anlehnung. So, und jetzt haben wir 33% der Goals überzeugt. Machen wir weiter. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Was sind jetzt noch alles Rätsel, die ich offen habe? Tatsächlich. So, ich muss die Hände bekommen. Idealerweise. Ne, dafür möchte ich ganz gerne Wink irgendwie wegbekommen. Wie bekomme ich Wink weg? Ne, der gute Mann hat nämlich. Also, er ist halt blind auf einem Auge. Aber wie kann ich einen Halbblind. Ich meine, hätte ich die. Brille. Ne, die Brille der Unsichtbarkeit, der Dunkelheit. Wie heißt die? Die Velitrolith-Brille. Dann könnte ich die über das Periskop stülpen und da kann ich es mir sehen. So. Die Frage ist, wie komme ich an die Velitrolith-Brille? Das weiß ich nicht. Nott, hilf mir. Entschuldigung. Du schon wieder. Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Kinder, was soll ich nochmal tun? Was soll ich noch gleich tun, um meine genuge Verwegenheit zu beweisen? Die Katze von der Donner rasieren? Nein, 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 nein. Ich sagte, du sollst nicht die Katze von der Donner rasieren. Das wäre extrem gefährlich und dumm. Haha, gefährlich ist mein zweiter Vorname. Und dumm mein, Versuch nicht, mich aufzuhalten. Okay. Wer ist Donner? Und wessen Katze? Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Du wirst schon sehen. Verzieh dich. Mortal Kombat. Ich komm auf dich zurück. Was auch immer. Mortal Kombat hast du verpasst. Garlef. Ich glaube, ich müsste dich besiegen im Schnick, Schnack, Schnuck, Mech. Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht.
Okay, ich musste einfach nur mit Galaf reden. Gut. Reden kann ich. Reden tue ich viel, tatsächlich. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow. Der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Lass mich mitmachen, ich will eine Frau beeindrucken. Lass mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Was? Verzeih mir. Aber das... Hä? Okay, das ist eine komplett andere Richtung, in die das Gespräch gegangen ist, als ich irgendwie dachte. Ich dachte, ich treffe jetzt auf Janosch. Janosch? Joshua? Irgendwie sowas. Jetzt kriege ich den Schlüssel, den ich eigentlich dachte, durch Schnick, Schnack, Schnuck zu bekommen? Hä? Ich nehme es hin. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen habe, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ha, da sind sie ja. Haha, netter Versuch, Kumpel. Wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Dann gehen. Ich speichere mal, bevor wir auf die Toilette gehen. Ne? Wer weiß, was uns Schreckliches auf der Toilette wartet. Plus, ich habe jetzt schon den gesamten Stream über nicht gespeichert und das. Fühlt sich nicht gut an für mich. Verschlossen. Du hast den Schlüssel. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur, ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette. Und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Hier steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Entschuldigung. Hm? Du schon wieder. Ich war jetzt auf der Toilette. Lässt du mich mitmachen? Ach, ich würde wirklich gerne bei euch mitmachen. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Ich bin wohl verwegen genug. Toilette und so. Ich bin wohl verwegen genug. Bist du nicht? Ich werde schon bald bei euch mitmachen. Ach, Nott, warum bist du so gemein? Ich komme auf dich zurück. Was auch immer. So, gut, wir haben Klopapier. Kann ich das Klopapier nutzen, um ihm das Periskop zuzukleben?
damit ich dann bei ihm einbrechen kann, damit ich da, ich weiß nicht, was ich damit bezwecken möchte. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Okay. So, ich könnte theoretisch anklopfen. Machen wir das auch mal praktisch. Ich will die beiden nicht stören. Moment mal, was rede ich denn da? Hallo, Rufus ist wieder da. Verdammt, irgendwie hören die mich gar nicht. Ich bin sehr froh, dass sie das haben. Warte, ich könnte das Klopapier in den Ofen setzen. Machen wir das mal. So hervorragend sich das hier auch als Brennstoff eignen würde. Dies hier ist ein Kohleofen. Außerdem hoffe ich damit irgendwo noch mehr Schaden anzurichten. Okay, das ist fair natürlich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit den Schornsteineiern machen soll. Oder mit den Eiern generell. Ich habe hier das Nest. Mit dem Nest kann ich nichts machen. Sonst kann ich auch nichts anderes mehr angrabbeln, nicht? Ich meine, ich könnte nochmal die Airbag-Kiste angrabbeln, aber auch da nicht. Ich habe noch einen weißen Farbeimer in Docs Laden, den ich nicht vergessen darf. So, mit dir kann und oder möchte ich nicht interagieren. Schauen wir mal in die dunkle Gasse. Habe ich auch nichts Neues. Und dadurch, dass mir niemand das gesagt hat, gehe ich mal nicht davon aus, dass ich es jetzt plötzlich kann. Ja. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Möchtest du Klopapier? Ich schmeiße nie etwas weg, bevor ich nicht mindestens einmal reingebissen habe. Das ist mein kleiner Beitrag, um diesen Planeten sauber zu halten. Guten Appetit. Dann gehen wir wieder. Mit dem kann ich eigentlich nicht interagieren. Bellevue kann ich auch noch immer nichts machen. Ich habe hier den Generator, ich habe noch die Spelunke. In der Spelunke haben wir noch theoretisch den Jukebox-Spieler. Kann ich mit dem Angler noch irgendwas tun? Wir haben einen Haken von ihm. Huhu, nochmal. Verschwinde. Hey, ich bin ein Anglerkollege. Schon vergessen? Mag ja sein, dass du angeln kannst. Aber Pech bringst du immer noch. Das Wichtigste beim Angeln ist das Anglerglück. Also halte bitte etwas Abstand, ja? Aber... Kusch. Okay, mit dem kann ich nicht mehr interagieren. Gehen wir zum Gadget-Shop. Wir haben hier den Shop Omad. Wir haben hier die unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit, den Saftpressenhut. Kann ich mit dem Saftpressenhut und den Erdnüssen etwas machen? Erdnusssaft. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Ach ja? Und das steht wo? Haben Sie das Schild am Eingang nicht gelesen? Ich wollte erst warten, bis das Hörbuch draußen ist. Okay. Eimer, Fisch, Erdnüsse, Fisch. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organspenden... Verdammt! Bananenkammer. Habe ich eine Banane? Ich meine, das ist ein Tigerfisch, das ist kein Bananenfisch. Wichtig. Achso, ich habe hier den Haken. Kann ich ihn entkrümmen? Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Kannst du nicht die Regeln biegen? Ich wüsste nicht mehr, was ich mit einem geraden Haken machen wollen würde. Gerade Haken, Toilettenpapier. Mit diesem Klopapier kann man höchstens noch Sachen abschmirgeln. Aber ich mag meine Sachen so rau, wie sie sind. Bis auf das Klopapier. Abschmirgeln. Was müsste und oder könnte ich abschmirgeln? Doof gefragt. Abschmirgeln. Nichts, was mir einfällt. Ich meine, ich könnte versuchen, die Erdnüsse abzuschmirgeln, aber nicht, dass ich das irgendwie... Schauen Sie mal, probieren. Ja, guter alter Mann.
Gibt es sonst irgendwas, was ich noch anbatschen kann? Tatsächlich, bevor ich das falsch oder nicht betrachte. Ich habe den Schredder. Was kann ich... Shop Oma, hilf mir mal bitte. Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay, er kann mir nicht helfen. Ich bin da... Möchtest du geschmiert werden? Es tut mir sehr weh. So... Antischwerkraft. Ich darf ja nicht mit dem Kram rumspielen. Ich meine, ich kann die Socken anziehen. Jetzt so. Bin ich aber mal gespannt. Und dann sind wir an der Decke. Und dann kann ich theoretisch... Au! hervorragend. Kann ich theoretisch die Brille mitnehmen? Und jetzt habe ich die Brille. Möchten Sie die Brille haben? Achso, ich müsste dafür wieder runter von der Decke. Ich... kann, puh. Das ist immer das Schöne, nicht? Schatten macht etwas, hat Progress für 5 Minuten. Nächste Stunde tut er wieder nichts. Hier. Eine sehr gute Wahl, mein Herr. Ha, von wegen. Sie ist kaputt. Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende. Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Was? Kann ich mir die aufsetzen? Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit. Sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Geil. Rasiermesserfisch. Was müsste ich rasieren? Oder fischen? Es tut mir wie... so... Verdammt. Bald kann ich einen Zoho-Jung... Entschuldigen Sie, aber ich muss Sie darauf... Man sieht sich, Shop Omat. Wenn ich weiß, was ich tun kann gegen dich. Ist ja... Ja.